Servus Leute und schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Race and Fun TV. Heute gibt es wieder ein Video zum Thema Fahrwerke und hier drüben haben wir unsere Fahrwerke jetzt mal. Hier habe ich ein Carsport Gewindefahrwerk und nebendran ein OEM, also ein serienmäßiges Fahrwerk mit einer schwarzen Vogtland Sportfeder, eine Tieferlegungsfeder. Die Vogtlandfeder funktioniert recht gut bei diesem Fahrzeug. Aber wir wollen jetzt natürlich auch was Ordentliches und auch tiefer fahren natürlich. Also gehen wir aufs Carsport ein. Was ich gleich bemerkt habe und warum Gewindefahrwerke das Fahrzeug wirklich schneller machen, merkt man am Gewicht. Das Ding ist ein Eisenklotz, wahnsinnig schwer. Und das Carsport kann man bequem hier mit einer Hand nach oben lupfen. Ja, das geht auch, aber man muss schon mehr Kraft aufwenden. Also, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe hier mal eine Personenwaage vorbereitet und jetzt lege ich mal das Fahrwerk drauf und wir schauen uns das mal an. 14,8 Kilogramm. Das heißt, das Fahrwerk, das Originale, wiegt fast 15 Kilogramm. Wir vergleichen dazu jetzt mal das Carsport-Fahrwerk, legen das also hier wieder schön zurück. Und jetzt nehmen wir mal das Carsport-Fahrwerk. Ja. Schauen wir uns mal an. Ey, das ist so leicht. Das ist wirklich wahnsinnig leicht. Das merkt man sofort. Und wir legen es mal hin. Kilogramm. Was heißt das jetzt? Das Fahrwerk, das Carsport-Gewindefahrwerk, ist somit 5 Kilogramm leichter als das OEM-Fahrwerk. Und bei den Hinterachsdämpfern ist mir auch aufgefallen, die habe ich jetzt schon eingebaut, war das Ganze noch krasser. Das ist, ob ihr es euch vorstellen könnt oder nicht. Hier sitzen sie, da sind sie schon eingebaut. Ihr seht es an der orangenen Farbe. Die waren ja 7 Kilogramm leichter. Das heißt, wir sparen jetzt an der Vorderachse am Auto, sparen wir jetzt 10 Kilogramm insgesamt. An der Hinterachse jeweils 7. Zusammengerechnet haben wir also 24 Kilogramm Gewichtsersparnis am Auto. Das muss man erstmal abspecken. ja, aber prinzipiell macht somit das Gewindefahrwerk tatsächlich den Fahrzeug schneller. Einfach nur dadurch, dass es leichter ist. Also es beschleunigt zumindest schneller. So, weiterer Vorteil natürlich vom Gewindefahrwerk, vor allem beim Carsport hier, eine Besonderheit. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal hier ein bisschen an. Hier unten sieht man, dass hier ebenfalls eine Mutter sitzt. Was bedeutet das? Das ist eine Kontermutter, die können wir aufdrehen und dann können wir die Höhe vom Fahrwerk einfach hier unten über diesen Mount bestimmen. Das heißt, den können wir drehen und die Federspannung bleibt gleich. Das heißt, nicht wie bei irgendwelchen Billigfahrwerken, ich will jetzt da keine Namen nennen, aber verändert ihr die Höhe nicht einfach über den Federteller, weil dann verändert sich gleichzeitig die Federspannung. Ihr verändert die komplette Höhe hier rüber. Das heißt, die Federspannung bleibt immer gleich. Das ist eigentlich perfekt, eigentlich richtig, richtig gut gemacht. Serienfahrwerk hat hier, naja, ein paar dicke Windungen, ist natürlich im Durchmesser viel größer, aus Eisen, das rostet, viel stabiler, robuster zumindest, aber wirklich schlechter verarbeitet ist das Carsport jetzt ja auch nicht. Und für eluxiertes Aluminium ist das, sieht es auch wirklich gut aus, ist gut verarbeitet, da kann man also wirklich nichts dazu sagen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze so verhält. Oben bei diesem Fahrwerk haben wir jetzt auch noch ein Carsport Domlager mit Uniballgelenk und hier können wir dann gleichzeitig den Sturz verstellen, indem wir diese Schrauben öffnen und das Ganze hin und her bewegen. Brauche ich auch, weil ich fahre breitere Reifen und ja, ziemlich breite Reifen und das Ganze muss auch noch vorne dann drunter passen. Serienmäßig, wie ihr seht, hier ist der Sturz nicht ganz so optimal eingestellt, der ist eher neutral. Er sollte aber leicht ins Negative gehen, wenn man ein bisschen Performance möchte. Und dazu ist dieses Carsport wirklich sehr gut geeignet. Ja, kommen wir zu den negativen Eigenschaften eines Carsport-Fahrwerks. Da sei allen voran jetzt erstmal der Support. Tut mir leid, Carsport, aber zum Beispiel verglichen mit KW
ist es natürlich, da liegen Welten dazwischen. Also Carsport ist von der Technik gut, das Fahrwerk funktioniert super, ein paar Euros günstiger als KW, aber was, naja, bei KW rufst du an, ist jemand am Apparat. Bei Carsport rufst du halt drei oder viermal an oder fünfmal, bis da mal jemand am Telefon erwischt. Und auf E-Mails braucht Carsport oftmals 2, 3 Wochen zum Antworten und bei KW 2, 3 Tage. Also ist natürlich ein deutlicher Unterschied, wenn man Ersatzteile braucht, Komponenten, Fragen zum Fahrwerk hat, Ersatzteile braucht. Vor allem im Motorsport, wenn es schnell gehen muss, ist natürlich Carsport deshalb nicht unbedingt die erste Wahl. Einfach weil der Support nicht so gut funktioniert in Deutschland. Ansonsten, fahrwerkstechnisch hingegen, ist das Carsport wirklich einwandfrei und man kann es gut verwenden. Bauen wir das Ganze mal ein und gucken, wie es funktioniert. Ciao und auf Wiedersehen.